Herzlich willkommen im Rockers, einmal die Rockers Verrückten. Willkommen zu unserer wöchentlichen kurz und knackig Frage- und Antwortrunde. Heute schon zum 25. Mal. Und heute geht es um Brokkoli in Smoothies. Hunger den ganzen Tag. Süßigkeiten-Junkies. Und den Bauern, der ihn nicht kennt, was er nicht frisst. Oder andersrum. Wie jede Woche picken wir uns natürlich in kurz und knackig Episode 25 auch wieder 5 Fragen von euch heraus, beantworten die einmal und geben euch da ein bisschen Unterstützung auf eurem Weg. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Frage Nummer 1 kommt von Katrin. Hallo lieber Robert, was mir in Sachen Ernährung am meisten Probleme bereitet. Ich vertrage irgendwie nicht jedes Gemüse roh. Vor allem habe ich Schwierigkeiten bei Kohlrabi, Paprika und Möhren. Kohl generell kann ich nur sehr wenig essen, da er stark bläht. Und mir ist noch nicht ganz klar, wie viel ich essen muss, um mich nicht schlapp zu fühlen. Ich freue mich auf Tipps und Tricks. Mit freundlichen Grüßen, Katrin. Ja, Katrin, ich würde dir auf jeden Fall raten, dass du so wasserreich und unverarbeitet wie möglich isst, weil das wirkt auf jeden Fall deinem Schlappsein entgegen und hilft dir auch bei der Verdauung von zum Beispiel Kohl, den du ja scheinbar nicht so gut verträgst. Also insgesamt viel Wasser trinken, nicht so verarbeitet essen, am besten irgendwie schon mit einem grünen Smoothie starten, das heißt auch viel, viel Grün in deine Ernährung mit einbauen. Und die Sachen, die du nicht verträgst, vielleicht erstmal weglassen und nach nochmal probieren, ob du die nicht doch wieder verträgst. Wir haben auch noch ein Video dazu, zu den Sachen, die du nicht so gut verträgst. Das würde ich dir auf jeden Fall raten, mal anzuschauen. Und dann einfach mal gucken, wie es dir dann dabei geht, ob du nicht doch eine Verbesserung bemerkst. Und ansonsten vielleicht auf jeden Fall gut kauen, bei so Sachen wie Karotten sehr, sehr wichtig, weil die halt einfach wirklich so robust und widerstandsfähig sind und sonst vielleicht auch mal was im Smoothie werfen. Machst du dir einfach aus dem Kohl mal eine Suppe oder sowas, Rotkohlsuppe. Ja. Sehr, sehr feine Sache auf jeden Fall. Die Nicole schreibt uns, allgemein wird gesagt, 3 Mahlzeiten am Tag im Abstand von 4 bis 5 Stunden sind ein guter Rhythmus. Jetzt habe ich aber, wenn ich um 13 Uhr spätestens Mittag esse, um 17 Uhr wieder Hunger. Mit was kann ich denn am besten noch die Zeit zum Abendessen zwischen 19 und 20 Uhr überbrücken? Ebenso fällt es mir schwer abzunehmen und mich mit Süßigkeiten stark zurückzuhalten. Ist wahrscheinlich auch einfach die fehlende sportliche Bewegung. Jetzt zur kühlenden Jahreszeit ist es um 17 Uhr dunkel, wenn ich eigentlich noch im Wald joggen gehen wollte. Keine Ausreden würde ich sagen. Trotzdem joggen gehen, dann vielleicht nicht einfach im Wald, sondern irgendwie draußen, wo es Laternen gibt oder sowas. Also Sport ist super, super wichtig und sollte im Winter, gerade im Winter, nicht zu kurz kommen, da du einfach im Winter natürlich mehr in Räumen bist als im Sommer. Und deswegen ist es wichtig, draußen noch ein bisschen Sport zu machen, auch wenn es nur kurz ist. Besser als nichts auf jeden Fall. Wir machen gerade unsere Rockers einmal in Athletics Challenge und schinden uns auch und uns tut alles weh und wir gehen trotzdem nachher wieder trainieren. Das wollte ich nur an dieser Stelle einmal lobend anmerken. Aber auf deine Frage hin, wenn du am Nachmittag noch Hunger hast und die Zeit zwischen Abendessen und zwischen Mittagessen und Abendessen zu lang ist, dann empfehle ich dir einfach, dann isst einfach noch was in der Zwischenzeit. Vielleicht einfach was relativ zügig verdaut werden kann. Entweder irgendwie ein bisschen Obst oder nochmal einen Smoothie oder einfach ein bisschen Gemüse naschen oder sowas. Hast du da nicht so einen Durchhänger und bist aber trotzdem so weit, dass du, wenn es dann Abendessen gibt, deine Nachmittagsmahlzeit gut verdaut hast und dann gut vorbereitet bist und dann Abendessen kannst. Frage Nummer 3 kommt von Tine. Hallo zusammen. Ich wollte mal fragen, wie ihr das auf Reisen mit dem Mixer macht. Nehmt ihr den auch beim Fliegen mit? Und habt ihr da nicht Angst, dass er beim Kofferschmeißen kaputt gehen könnte? Ich habe außerdem irgendwo gelesen, dass man Brokkoli eher nicht in Smoothies tun soll. Warum nicht? Ich habe schon öfter Brokkoli oder Blumenkohl in einen Smoothie getan, da ich beides nicht gerne so esse. Danke für eure Antwort und liebe Grüße, Tine. Der Mixer ist auf jeden Fall immer mit dabei, auch auf Reisen. Kommt schön in den Koffer, schön eingepackt. Und bisher ist noch nichts passiert, also wir drücken die Daumen. Immer gut, einfach Klamotten rum. Genau, so, also dass der einfach gut eingepackt ist, dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Und wenn doch mal was passiert, dann verklagen wir die Fluggesellschaft. Mindestens, auf jeden Fall. Genau, und zum Brokkoli wollte ich dir noch sagen, eigentlich eher nicht so gut in Smoothies, weil es passt halt von der Verdauung nicht so gut, weil der Brokkoli hat halt nicht so viel Wasser wie zum Beispiel sonst das Grün oder das Obst, was du in den Smoothies tust. Das wird dann unterschiedlich verdaut und dann geht es dir vielleicht danach nicht so gut. Also Brokkoli lieber zu anderen Mahlzeiten zu dir nehmen und nicht so in Smoothies. Vielleicht lieber mit Gemüse kombinieren, machst du dir eine Brokkolisuppe draus. Haben wir auch ein Rezept gemacht, hier ist der Link eingeblendet zu unserer leckeren Brokkoli-Cremesuppe. Schmeckt super gut und so kannst du sie dann doch einfach in den herzhaften Smoothie quasi machen. Genau. Die Petra schreibt uns, lieber Robert,
Eines meiner Probleme bei meiner Ernährung ist, dass ich ein Süßigkeiten-Junkie bin. Ohne eiserne Disziplin gelingt es mir nicht, mich nicht mit unnötigen leeren Kalorien vollzustopfen. Oft traue ich mich nicht, was Neues auszuprobieren, gemäß dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich vertrage keine Paprika, egal ob roh gekocht oder grün oder rot oder wie auch immer. Aber ich liebe grünes Gemüse. Liebe Grüße, Petra. Ja, Petra, deine Einstellung ist nicht besonders förderlich, wenn es um neue Dinge geht. Hast du vielleicht auch schon gemerkt. Die Fähigkeit, wenn man jetzt an einen Punkt kommt, wo irgendetwas nicht gerade nicht so funktioniert oder irgendwas Neues, dann zu sagen, so hey, das lerne ich und das will ich wissen und das versuche ich auszuprobieren, ist super wichtig. Nicht nur im Hinblick auf die Ernährung, sondern auf alles im Leben, was dich irgendwie voranbringen soll. Von daher kann ich dir nur empfehlen, versuch doch mal deine Einstellung da so ein bisschen über Bord zu werfen und probier Dinge aus. Also mir persönlich, ich bin super neugierig und immer wenn ich irgendwas Neues sehe, irgendeine Frucht oder sowas habe ich noch nie probiert, muss ich sie ausprobieren, weil ich will ja wissen, wie das so ist und ob das cool ist. Von daher, feil da vielleicht ein bisschen an deiner Einstellung. Und ansonsten, ja, jetzt habe ich den Rest der Frage ehrlich gesagt vergessen. Die Petra ist noch ein Süßigkeiten-Junkie und ihr fällt es schwer, irgendwie da die eiserne Disziplin aufzubringen. Eiserne Disziplin ist auch nicht besonders gut, denn du wirst es nicht schaffen, den Rest deines Lebens mit eiserner Disziplin keine Süßigkeiten zu essen, sondern du musst es schaffen, dass es so in Fleisch und Blut übergeht, dass du das gar nicht willst. Denn wenn du es nicht willst, dann ist es auch ganz easy. Also mich fragen Leute immer, wie hast du das denn geschafft, so lange roh zu essen? Und ehrlich gesagt, jetzt ist es eigentlich null schwierig mehr, weil ich es halt so machen will und ich will gar nicht die anderen Dinge essen, weil ich weiß, damit würde es mir dann nicht besonders gut gehen. Und deswegen versuch dich nicht zu irgendwas zu zwingen, sondern wenn du jetzt dann mal irgendwas essen willst, was du eigentlich nicht essen wollen würdest, dann isst es halt, macht es dann nicht so verrückt. Zum Thema Gelüste ist auch hier noch mein Video eingeblendet. Schau da gerne mal vorbei. Und ansonsten versuche halt einfach nach und nach den ganzen wertlosen Müll durch irgendwelche hochwertigen Sachen zu ersetzen. Es gibt in Rohkostform gibt es eigentlich so gut wie alles. Kannst du Schokolade machen, kannst du Kekse machen, irgendwelche Cracker, wo auch immer du Bock drauf hast. Kannst du eigentlich so gut wie alles nachmachen. Hier ist nochmal der Link zu unserem Rezeptarchiv eingeblendet. Vielleicht kannst du da ein bisschen herumexperimentieren, das ein oder andere ausprobieren. Und ja, sorge einfach dafür, dass du genug isst, dann hast du auch nicht so viel Bock auf irgendwelchen wertlosen Scheiß. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage für heute angekommen. Die kommt von der lieben Ute. Hallo Robert, womit habe ich zu kämpfen? Das ist schnell gesagt. Das Durchhalten ist mein Problem. Überall lauern Verführungen. Wenn ich zu Hause bin, ist alles easy, aber wehe, ich bin auf Arbeit. Ich bin Krankenschwester und wir bekommen täglich Naschkram geschenkt. Mal lassen die mich kalt, dann wieder erliege ich der Versuchung, weil ich einen stressigen Tag habe und mir etwas vermeintlich Gutes tun will. Ich lese mit Interesse die Blogger deines Buches. Was tun die in so einem Fall? Vielleicht werde ich erfindlich oder du hast eine Idee. Liebe Grüße, Ute. Ja, was machen wir da? Ja, also wir sind auf jeden Fall, versuchen immer gut vorbereitet zu sein und uns am besten schon zu Hause irgendwie was mitzunehmen, was man da mitnehmen kann. Weil wenn du irgendwie sowas Geiles zu essen mit hast und dann ist der Schokoriegel einfach auch gar nicht mehr verlockend für dich. Weil du weißt, ja, ich habe zu Hause in der Küche gestanden, ich habe mir was vorbereitet, was lecker ist, was mir gut schmeckt. Und dann ja, widerstehst du auch eher der Versuchung, so etwas zu erliegen. Deswegen bereite dich einfach vor, wenn du weißt, du arbeitest, machst du dir was zu essen und bringst es einfach mit. Das klappt auf jeden Fall gut. Und dann wirst du auch nach und nach merken, dass das Verlangen auch einfach nachlässt nach diesem Süßkram, weil du merkst, das tut dir nicht so gut und die anderen Sachen schmecken dir viel besser und sind auch besser für deinen Körper. Gib dir einfach Zeit, versuch das nicht von heute auf morgen irgendwie runterzubrechen und genau, das kann ich dir auf jeden Fall raten. Vorbereitung ist das A und O. Hier ist auch nochmal ein Artikel eingeblendet. Gerne vorbeischauen. Wenn du einfach das dabei hast, wie Lena gerade schon gesagt hat, dann ist das andere überhaupt gar nicht mehr so verlockend. Wenn du deinen eigenen Schokoriegel aus der Tasche ziehen kannst, der Rohkostqualität hat und viel leckerer ist, dann kannst du den komischen Mars in die Tonne treten. Und deswegen, ja, Vorbereitung ist alles. Ja. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen für heute. Danke wieder mal fürs Zuschauen. Kurz und knackig hat wieder richtig Bock gemacht. Wir sehen uns nächste Woche. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal. Und schreibt mal einmal unten in die Kommentare rein, was euch sonst so interessiert. Was wolltet ihr schon immer mal von uns, über uns, mit uns und so weiter wissen? Wir nehmen die Frage sehr gerne nächste Woche ins kurz und knackig Video rein. Und ja, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da was reinschreiben würdet. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen beim Rohkost einmal in 4 Rohkostverrückten. Heute gibt es wieder die wöchentliche kurz und knackig Frage- und Antwortenrunde. Und zwar geht es um Allergien. Fleisch von Edeka. Apfelessig. Und die Frage, ob man bei der Rohkost nicht ständig friert.